Moin, moin, liebe Gartenfreunde. Ja, ich habe Anfang Februar, Mitte Februar diesen Jahres Ingwer aus der Küche meiner Frau geklaut und den in Erde gesteckt, in den Topf gepflanzt und ins Gewächshaus getan und ja, einfach abgewartet, was passiert. Der Ingwer ist gewachsen, also das Grünzeug. Und ich hatte gelesen, wenn das Grünzeug anfängt, so bräunlich zu werden, dass man dann den Ingwer ernten kann. Und ja, mal gucken, ob meine Frau jetzt doppelt so viel Ingwer hat oder ob das ein Reinfall war. Dann muss ich ihr noch Blumen schenken. Jungs, wollt ihr mir helfen? Also, geh du mal dahin. Felix, gehst du mal dahin? Guck mal, wie ich das mache. Also, wir müssen das Grünzeug erstmal. Ich habe übrigens so gut wie kaum gegossen, also im Gewächshaus, ja, mit der Gießkanne ab und zu mal rein, aber also nicht regelmäßig. Deswegen, ob da was drin ist, müssen wir mal schauen. So. Die Knolle aus der Küche war einfach nur gekauft von, ich glaube, Edeka. Ich weiß nicht, Lidl, keine Ahnung, also vom normalen Einkaufsladen, eine Ingwer. Und ja, schöner Wurzelballen, aber wo ist der Ingwer? Hab ich einen irgendwas hin. Gucken wir mal. Das ist ein Hier. schöner Wurzelballen. Oh, müsste mal riechen. Das hatte ich jetzt nicht erwartet. Ich dachte, das wäre jetzt irgendwie eine Knolle. Aber das sind ganz viele kleine Ingwer. Oder? Gucken wir mal. Guck mal, hier ist ein großer. Ja, ich muss es abbrechen. Zwei Guck mal, Pflanzen. das ist der alte Ingwer. Ja, das ist der alte Ingwer. Also ein Teil davon. Der riecht aber auch immer noch. Ja, guck mal. Oh, das ist. Der ist nicht gut, den kann man nicht essen. Nö. Ingwer-Tau darf man auch nicht essen. Mama macht sich doch immer so gerne Ingwer-Tee. Aber das war's dann mit der Ernte. Guck mal. Also, es ist jetzt nicht Riesenertrag, aber. Ich sag mal so, die Ingwerknolle, die ich eingepflanzt habe, war so groß. Ja, dann leg die mal da rein. Also das war das, was ich eingepflanzt habe. Und das habe ich gekriegt. Oh, riecht toll. So, ab in den Erntekorb. Ja, fürs erste Experiment ist doch nicht schlecht. Ingwer, ich nehme den jetzt mit ins Haus. Leg den ein bisschen ins Warme, also dass das ein bisschen. Ja, und da muss man mal gucken, was man damit macht. Ich dachte mir, für einen Anfang ist das doch mal nicht schlecht. Nächstes Jahr, vielleicht nehme ich sogar die Triebe und nehme ein größeres Gefäß. Dann habe ich vielleicht auch einen größeren Ertrag. Schon eine coole Sache. Und es hat keine Arbeit gekostet. Also dieses zwei, dreimal im Jahr ein bisschen gießen. Gut, hätte ich mehr gegossen, wahrscheinlich wäre der Ertrag auch größer gewesen. Aber ich habe mir so oder so nichts davon versprochen. Also ich dachte, das geht in die Hose. Dass das so was Tolles geworden ist, ist doch klasse. Ja, wenn es euch gefallen hat, das Video, lasst doch einen Daumen hoch und
Ja, wenn ihr nähere, weitere Projekte sehen wollt, abonniert meinen Kanal. Und ich sag bis zum nächsten Mal. Danke. Ciao. Daumen hoch. Ingwertee. Daumen hoch.